Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von den Frakta und ich bin in GTA 2. War ja auch mal an der Zeit, dass ich auch die große GTA-Reihe mal angehe. So, GTA 1 und 2 sind mittlerweile Freeware. Rockstar hat die öffentlich zur Verfügung gestellt, dass man die sich kostenlos saugen kann. Verlinke ich euch natürlich wie immer. Ja, okay, mit der Polizei sollte man sich nicht rumboxen. So, aber ich sollte jetzt langsam mich mal ein bisschen hier umgucken, dass ich mal einen Job bekomme. Das Grundprinzip war ja schon bei 1 und 2 klar, später hat es dann diese 3D-Grafiken bekommen, also die man so kennt, ja. Also aus der, wie im Ego-Shooter. Hier hatte man eben noch die Draufsicht, aber gewisse Grundmerkmale waren schon gleich. Die Steuerung war allerdings nur hauptsächlich über Tastatur, also die Maus ist jetzt hier gar nicht vorhanden, also eigentlich nur Tastatursteuerung. Als mal ein Auto. Sammy
Ja, die Bullen haben das natürlich gesehen und wollen jetzt an mich dran. Also. So, jetzt aber trotzdem mal, ich brauche ein Telefon, ich brauche einen Job. Wie komme ich denn nochmal hoch? Ich will an die Uzi. Okay, scheiß auf die Uzi, ich nehme wieder ein Auto, wir fahren jetzt wieder zum Zielpunkt. Also es ist gar nicht so leicht, die Steuerung.
was ist denn mit einer Uzi? Da laufen viele mit einer Uzi. Ah, das ist Ganggebiet von den Grünen. Nö, kann ich keine Waffe aufnehmen. Seine kleinen Jungs haben das ja mitgekriegt. Also von der Gang. Oh, aber immerhin, die Pistole habe ich jetzt. Okay. Das sind also die Geschäfte. Okay, ich kriege ja hier nichts. Na also, da ist doch was. So, schön. Kill Yakuza to make us happy, okay. Machine gun. Armor. Ja, ist ja gut. Aber muss ich das bestätigen, oder was? So, jetzt habe ich einen grünen Pfeil, das ist nämlich das Ziel. Immer noch bla bla aller von mir aus. Okay, die Loonies wollen, dass sich Yakuza-Leute umlegen. Okay, es hört nicht auf. Ja.
Ja, ist ja gut. Oh, kommen wir doch gar nicht durch. Wie ich GTA 1 das erste Mal gespielt habe, habe ich gedacht, so, ach, da hat jemand Syndicate gemacht. Oh, sorry. Ich bin wieder ein Blatt gefahren. Da drin war der Kopf, ich habe ihn gesehen, nur wieder reinkommen. Wir brauchen ein neues Auto. Kleine Scheiße. Oh, die Polizei ist Mitglied, dass ich auf offener Straße einen niedergeschossen habe. Schlecht.
Ich wusste, dass die Bombe automatisch gelegt wird. Ich habe gedacht, ich müsste die irgendwie bestätigen oder so. Ja, okay, auf jeden Fall ist das so ein typischer Auftrag. Ja, man geht ein Telefon und eine von den drei Gangs gibt halt einen Auftrag. Und man kriegt da, sammelt dann Respekt von denen, kriegt dann natürlich auch Geld. Ja, oh, da ist schon wieder eine hinter mir her von denen. Hey! Achso, der will ja dem her. Okay. Okay, aber ich würde sagen, das reicht für Sim Factor Games Archiv. Das ist eben GTA 2. Sieht im Prinzip noch weitgehend aus wie GTA 1. Ne? Ist immer das gleiche Spielprinzip. Man guckt von oben drauf, fährt halt herum, sprengt was in die Luft, knallt irgendwas ab. Ja, Gangster halt. Gut, gut. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschö.